Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück im Halsbrecher-Pass von Fire Emblem Awakening mit teuflischen Wyvern-Rittern und Barbaren und Schützen und was weiß ich nicht noch alles. Und wir sind immer noch nicht alleine. Das ja, ich bin auch wieder da oder immer noch da. Ja. Und gucken, ob es noch unnötige Quits gibt. Ja. Und nicht wieder Startschwierigkeiten wie im letzten Part. So, zuallererst einmal würde ich sagen, ja, wobei das könnte ja eigentlich mal, wie weit kommen die beiden? Zu weit. Moment mal, ja komm, wenn du zu 100 triffst, dann vertraue ich dir. Ansonsten hätte ich dir nicht vertraut. Das goldene Bild des letzten Parts, 98%. Riken trifft nicht. Wir warten jetzt nur auf den 99%. Ja. Dann. Genau, machst du. Wäre jetzt aber auch ziemlich komisch, wenn es dann genau bei ihm passiert. Das wäre jetzt komisch. Ja. Dann hätte ich mir langsam echt Überlegungen angestellt, ihn aus dem Team rauszunehmen. Also. Das muss jetzt eigentlich nicht wirklich sein. So, noch irgendwas? Genau, was machen wir denn noch? Genau, Gaius, du darfst dich nochmal um den hier kümmern. Aber den sollten wir wahrscheinlich erst nochmal vorschwächen. Genau, du kannst doch mit Fernwaffe agieren. Ach nee, das ist Cordelia. Na gut, das könnten wir mit ihr auch machen, oder? Ah nee, machen wir mit ihr. Machen wir mit Sumia. Cordelia möchte ich ja nicht trainieren, wer eine Pegasus-Ritterin reicht. Da sie sowieso nicht so gut sind, kann man sich sparen, mehr zu trainieren. Ja. Da wird er hier schon eine wichtigere Rolle einnehmen, wenn er nur nicht immer so unnötig kritten würde. ich denke mal. Ja, was könnten wir denn noch so machen? Genau, der hier muss noch weg, definitiv. Moment mal, Lonzo, wie viel ziehst du denn bei dem ab? 10. Das ist ein bisschen... Zu wenig. Ja. Ich kann jetzt auch... Auf einen Quid verlassen wir uns bestimmt nicht. Nee, aber gut, Callum kann dann vorschwächen, dann machen wir das so. Da er keinen Schaden macht. Das ist auch wunderbar. Gut, dann kriegt Lonzo die Erfahrungspunkte, die er haben will. Und dann kriegt er auch sogar ein Level ab. Das ist wunderbar. Oh, gut ausgewichen. Und tschüss. Scheint wohl echt das Kapitel der Wyvern-Ritter zu sein. Also ich glaube, so viele wie in diesem Kapitel kamen bisher noch nie vor. Gut, es gab zwar ein Kapitel, wo da 2, 3 waren, aber... Vorteil. Okay. Bei halbem KP oder weniger greift Einheit immer zuerst an. Na, da wäre mir das aber schon viel zu riskant, diese Fähigkeit. Ist auch nur hier so mit dem halben KP, sonst war das einfach durch Zufall. Okay. Ja. Oder bei Fire Emblem 9, da war es immer der Fall, wenn der Gegner angegriffen hat. Okay. Da hat man immer zuerst angegriffen dann. Ja, ich würde sagen, wir heilen dann jetzt einfach nochmal Riken und dann lassen wir die Gegner einfach kommen, würde ich sagen. Solange die beiden da oben jetzt, glaube ich, noch nicht kommen. Und das erste Level-Up für unsere Troubadeurin. Oh, der Glückwert kann sich schon sehen lassen, aber der Rest eher nicht. Level 2. Aber gut, es ist ja jetzt auch sozusagen eine Einheit der Stufe 2 in dem Sinne. Sie wird ja... Bisher als einzige, die eine dritte Stufe haben, dann. So, sonst noch was hier? Na gut. Na gut, nur der kommt, okay. Ja, dann, ja, lassen wir den Gegner einfach mal weiterziehen. Und schauen, was der so macht. Okay, der geht auf Gaius. Gut, trifft nur zu 42. Wow, und der trifft sogar nicht. Wie überraschend. Ja. Ja, das war mir auch klar, aber boah, ich hätte jetzt auch gerechnet, dass er mehr abzieht. Da hat sie anscheinend schon boah, Verteidigung 10.
Ja, ist jetzt zwar nicht das zum Bäume ausreißen, aber okay. Stärke, Magie und Glück. Aber bei Stärke und Magie ist sie gut dabei. Ja. Da kann man nicht meckern. So, jetzt kommen sie ja eigentlich alle hier an. Das gefällt mir eigentlich weniger. Aber gut, ich wollte das ja so, wenn ich ehrlich bin. So, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Eigentlich müssen viele draufgehen. Aber der Boss sollte theoretisch ja als lieber weg, weil der macht ja bestimmt ein bisschen mehr Schaden als die anderen. Na. Vermute ich mal. Ja, der nutzt ja auch eine Stahlaxt. Alle anderen benutzen ja nur eine normale Axt, also eine Eisenaxt. Ja genau, dann würde ich sagen, soll er schon mal vorschwächen, obwohl das natürlich eine große Bürde ist. Aber Vorsicht, 4% sind noch weg. Und jetzt tränke ich den Boden der Schlucht mit eurem Blut. Na dann, wenn Rieke nicht trifft, dann kann ich das nachvollziehen, aber ja gut. Er hat wohl anscheinend aus seinem Fehler gelernt. Hat wohl jetzt langsam gemerkt, ich darf mir das nicht mehr erlauben. Ich darf solche Leichtsinnigkeiten mir nicht mehr erlauben. Genau, du Kids. Dann den hier. Ja, ich glaube, sieht eigentlich gut aus. Ich denke mal, selbst wenn einer überleben sollte, sieht das trotzdem in Ordnung aus. Genau. Killst du den Gaius? Nein, tust du nicht. Überhaupt nicht. Nee, irgendwie nicht so. Lonzu, du siehst eigentlich auch nicht so toll aus. Scheint ja wohl echt auch ein Verteidigungsding zu sein. 13. Ah, es läuft wohl anscheinend darauf aus, dass das Crow machen muss. Oder wie viel zieht sie ab? 4. Stärke, das ist für die eher ein Fremdwort, würde ich sagen. Na gut, da muss das Crow machen. Das ist wohl dann die beste Variante. Ja. Da habe ich keine Wahl, als auf den Crit zu hoffen. Bitte enttäusch mich nicht, Lonzu, aber. Wow, das tust du sogar nicht. Einmal. So. Kennst du den? Auch nicht. Ich würde jetzt sagen, erstmal, damit der hier schon mal weg ist, soll das er hier machen. Ja, mit dem Fall Chion. Ist der schon mal wenigstens weg. Auch wenn Chrome eigentlich fast auch schon langsam zu viele Level hat im Gegensatz zu den anderen, aber egal. Ihr Narren, glaubt mich zu töten. Mich töten wird irgendwas ändern, Pah. In diesem Moment überschreiten meine Brüder eure Grenzen. Geht nur, euer erhabener Feigling. Flieht, während euer Untertanen sterben. Rettet euch und ihr Glaube an euch wird ganz wie ihr Blut verrinnen. Ugh. Ja. Wenn er das so meint. Aber der hat schon was auf dem Kasten, fand ich, gehabt. Ja, da wusste das Schiff mal wieder. Ja. Haben leider die anderen nicht so wirklich was reißen können. Boah, Sully. Och, ey. Ja, ich glaube, das können wir nicht anders machen. Moment mal, das zieht 7 ab, dann hat er 16. Und ja, sie zieht doch niemals im Leben 16 ab. Nee, rat mal die Hälfte. Wie machen wir das denn jetzt am schlauesten? Moment mal, wie viel zieht sie ab? 9 mal 2, aber gut, wir können ja auch auf Fernangriff gehen. Genau das machen wir auch. Jetzt ist es ein bisschen. Na, erstmal machen wir das dann so, würde ich sagen. Damit dann Gaius schon mal den hier besiegen kann. Und Cordelia dann ein bisschen aus der Schussbahn ist. Und nicht von den anderen. Macht Gaius überhaupt Schaden? Der hat doch nur Schaden vorher gemacht, oder? Bei dem Boss, bei dem macht er 5 so. Schaden. Immerhin. Aber gut, das war jetzt unnötig, dass sie noch ausgeholfen hat, aber naja. Ja, Gaius muss echt ein bisschen nachziehen, aber gut, er ist ja jetzt im letzten Kapitel hinzugekommen. Deshalb hat er noch ein bisschen Nachholbedarf. So, wie machen wir das denn hier jetzt? Sumia.
eigentlich gesagt nicht. Moment mal, wie viel ziehst du jetzt ab? 5. Dann hätte er nur noch 13. Das reicht aber immer noch nicht. Dann hat er immer noch 8. Na komm, dann müssen wir das so machen. Du heißt jetzt erstmal sie. Hat ja nur noch 2. Kann also nur noch mit 2 angreifen. Dann, Sully, du gehst hier hin und nimmst dein... ja, genau, du gehst da oder... Na, wie machen wir das denn jetzt am besten? Du gehst jetzt erstmal dahin. Genau, dann ist sie weg. Genau, so wollte ich es auch machen, damit sie geschützt ist. Dann geht er... geht zu mir dahin. Ich habe noch etwas geübt. Wenn es jemand nötig hat, dann bin ich das. Naja, nicht unbedingt. Sie ist eigentlich nur einer der Besten, wenn ich ehrlich bin. So, und du nimmst... Weakenhead könnte da eher was gebrauchen. Ja. So, hoffen wir mal... Okay, er geht auf Vike. Ja, wahrscheinlich, weil der da am besten trifft. Wow, mit 71 ausgewichen. Was geht denn jetzt ab? Wahrscheinlich haben die wohl die allgemeine Kritik zu Herzen jetzt genommen. Aber gut, der wird jetzt treffen. Ja. Einmal kann man so viel Glück haben, aber nicht ein zweites Mal. Wäre auch zu schön gewesen. Ja. Aber ich denke mal, dafür haben wir das dann... Aber wir haben das jetzt wahrscheinlich. So, kann noch irgendwer ein paar Erfahrungspunkte bekommen? Sully, genau. Du hast es unbedingt notwendig. Und du kennst ihn immer noch nicht, ey. Also, zu doppeln ist bei ihr ein Fremdwort. Gut, natürlich haben sie... einmal 7... 10, ja. Der hat auch 7, ja. Sie hat nicht so viel Geschwindigkeit. Moment mal, wie viel hat sie abgezogen? Sie hat 8 abgezogen, ne? Oder, ja, genau, 8. Okay, dann passt das perfekt. Dann soll sie nochmal schwächen. Ja, außer Gaius hilft jetzt aus, aber... Macht er nicht, okay. Ich weiß ja nicht, ob er diesen Vivenritter besiegt hätte, aber... Umso besser. Ich denke eigentlich schon, den hätte er bestimmt wieder 5 Schaden gemacht. 2 Mal. Na, wahrscheinlich. Naja, umso besser, dass er es nicht gemacht hat, denn so kriegt jetzt Sully die notwendigen Erfahrungspunkte. Und vielleicht auch Geschwindigkeit. Ja. Vielleicht. Ja, sogar ja. Geschwindigkeit. Aber gut, die hatten jetzt 7. Mal gucken, was uns noch so erwartet. So, gibt es noch irgendjemanden, der es bedarf, diesen hier umzubringen, um noch Erfahrungspunkte zu bekommen? Riken, genau, du auf jeden Fall. Und da du das in einem Zug direkt schaffst, darfst du so das Kapitel beenden. Wunderbar. Und bitte bei, ja, was heißt bitte? Naja. Gab's schon bessere Level-Ups. KP und Geschwindigkeit. Naja. Sully und Riken, die Helden. Interessant. Egal, wer hat das geschafft? Sie sind fort. Euer Gnaden, mein Prinz, flieht, flieht so schnell ihr könnt. Noch mehr Plegianer sind kaum einen halben Tagesmarsch entfernt. Cordelia, was tust du hier? Bitte sag, dass die Grenzen sicher sind. Das kann ich nicht, denn es ist mir nicht bekannt, was sich zugetragen hat. Gerangel selbst griff mit aller Macht an und am Ende sind meine Lanzenschwestern. Sie baten mich, zu der Erhabenen zu fliegen und sie zu warnen. Wäre ich nur geblieben, Götter, ich höre immer noch ihre Schreie. Beruhige dich, Cordelia, du hast richtig gehandelt. Deine Schwestern wussten, du bist jung und vermagst ihr Vermächtnis zu tragen. Nein, ich bin schwach und ich bin dieses Vermächtnis nicht würdig. Um Schwäche zuzugeben, bedarf es einer besonderen Stärke wie der deinen. Sie haben an dich geglaubt und dieser Glaube wird dich hoch aufsteigen lassen. Hauptmann Felia, ich... Mein Herz wird wohl nie wieder fliegen. Sie waren meine Familie. Götter, oh ihr Götter. Diese verdammten Monster. Ich muss zur Hauptstadt zurückkehren. Eure Majestät, ich rate davon ab. Ich hätte bleiben sollen. Wenn das rauskommt und ich nicht da bin, es könnte Panik ausbrechen. Ein Aufruhr. Mehr Jelesianer könnten unnötig sterben. Hier, Chrome, ich vertraue es dir an. Das Feueremblem?
bring es nach Ferox. Dort wird es in Sicherheit sein. Was? Ich soll dich im Stich lassen? Niemals, M. Keiner der Schätze des Hauses Yelesee ist wichtiger als das Feuer-Emblem. Es besitzt eine gewaltige Macht. Seinetwegen wurde bereits zu viel Blut vergossen. Ich hege die Hoffnung, dass du es besser hüten wirst, als ich es konnte. M, hör auf! Sowas darfst du nicht sagen! Du klingst, als wärst du bereit, einfach so aufzugeben. Ich gebe nicht auf, Chrome. Ich gebe nur alles, was ich kann. Bitte, das ist Wahnsinn. Schwesterchen, warte, ich komm mit dir. Bleib du bei Chrome, Lisa. Ich befehle es dir. Das ist nicht gerecht, überhaupt nicht. Ich weiß, dein Volk braucht dich, aber deine Familie braucht dich auch. Weine nicht, meine Liebe. Wir werden uns wiedersehen. Euer Gnaden, die Pegasus-Ritter werden euch nach Histul begleiten. So sei es. Hab Dank, Fila. Ich werde den Prinzen und die Prinzessin beschützen, Hoheit. Ihr habt mein Wort. Ich weiß, das wirst du. Danke, Frederick. Es ist mir eine Ehre. Cordelia, bleib du hier bei Chrome. Aber Hauptmann... Ich weiß, dein Herz ist noch wund von Trauer, aber es muss sein. Deine Lanzenschwestern sind immer bei dir. Du trägst sie in deinen Herzen. Möge sie mir Kraft geben. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Ich werde für eure Sicherheit beten. Komm, Fila. Es wird Zeit zu gehen. Nein, es wird nicht Zeit. Das ist doch absurd. Chrome, du musst... In den Tod zu gehen, wird niemanden Frieden bringen. Yelesee braucht dich. Verdammt, wir brauchen dich. Denk doch einmal an dich. Ich liebe dich, Chrome. Du und Lisa, ihr bedeutet mir die Welt. Und der Frieden, den ich suche. Ich glaube, du missverstehst, für wen er ist. Ich muss einfach gehen. Bitte verzeih mir. Wir sehen uns wieder in Histol, wenn ihr mit Verstärkung aus Ferox ankommt. Ich weiß, ihr werdet es schaffen. Das ist ein furchtbarer Plan. Das Blut des ersten Erhabenen fließt durch unser beider Adern. Du und ich, wir werden Yelesee beschützen. Mein Herz gebietet mir, daran zu glauben. Gute Reise. Reise, ja. Gute Reise, Chrome. Gute Reise, Lisa. Da geht's wieder hin. Ja, und ob es auch ein Wiedersehen kommen wird, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber na, mal gucken, ob wir die Hoffnungen so bestellt sind. Auf jeden Fall erstmal zurück nach Ferox. Im Schloss wird sie doch sicher sein, ja? Filia und die anderen beschützen sie. Außerdem versammelt Khan Flavia gerade ihre besten Truppen. Wir werden rechtzeitig zurück sein, ich weiß es genau. Chrome, sag doch was. Sag, dass wir es schaffen werden. Entschuldige, Lisa, was hast du gesagt? Egal, vergiss es einfach. Sag Bescheid, wenn du endlich mit deinen Grübeleien fertig bist. Es reicht jetzt, Hauptmann. So muss man das machen. Ja. Au, verdammt, was sollte das denn? Oh nein, habe ich es jetzt nicht richtig gemacht? Hauptmann Filia sagt, deine Ohrfeige sei manchmal das beste Mittel gegen Trübsal. Sumia, wenn du jemand eine Ohrfeige gibst, dann mit offener Hand. Du hast Chrome fast die Nase gebrochen. Oh, naja, ich denke, es ist der gute Wille, der zählt. Bei den Göttern, das war schmerzhaft. Aber eigentlich müsste er doch Schmerz gewohnt sein, das hat er doch durch seine Frau erfahren. Auf seine Supportgespräche nochmal zurückzuführen. Naja, egal. Hahaha, was ist los, mein lieber Prinz? Manchmal tut Liebe eben weh. Sei froh, solch starke Frauen um dich zu haben und nicht nur zarte Pflänzchen. Jedenfalls bringe ich gute Neuigkeiten. Die Armee von Ferox steht endlich bereit und jede einzelne spürt vor Kampfeslust. Wenn ich ehrlich bin, juckt es mich selbst auch gewaltig im Schwertarm. Du wirst uns begleiten? Natürlich, auch ein Khan braucht hin und wieder ein bisschen Spaß. Ich bringe diesmal sogar meine schlechtere Hälfte mit. Deine was?
Basilo, der Ochse taugt nicht viel, aber ein paar Pfeile fängt sein Dickschädel sicher ab. Okay. So kann man das auch sehen. Chrome, bei den Göttern, ich hab dich überall gesucht. Was ist geschehen? Unsere Kundschaft erbringt schlechte Nachrichten. Es tut mir sehr leid. Yestol ist gefallen. Was? Die Plegianer haben sich der Erhabenen bemächtigt und sich dann zurückgezogen. Gerangel hat verlauten lassen, dass sie noch diesen Mond hingerichtet werden soll. Hingerichtet? Oh! Lisa! Jetzt versucht der Feigling erst gar nicht mehr subtil vorzugehen. Stimmt, das ist ganz offensichtlich eine Falle. Der wahnsinnige König wusste, was unsere Kundschafter uns mitteilen würden. Er will uns provozieren und legt uns quasi glühende Kohlen ins Beinkleid. Wir müssen uns gut überlegen, wie wir reagieren wollen, bevor wir... Hirten, wir marschieren gegen Plegia. Ja, das wäre auch eine Option. Aber überleg doch erstmal. Meinst du nicht, dass heute schon genug königliche Hoheiten in Fallen getappt sind? Basilo, es ist mir egal, ob es eine Falle ist. Er wird meine Schwester ermorden. Beruhige dich, Chrome, und hör mir zu. Niemand hat gesagt, dass wir nicht handeln werden, aber wir müssen klug vorgehen. Und um deine Schwester zu retten, müssen wir Tapferkeit mit Schleue verbinden. Die Khans haben recht. Ich werde eine Möglichkeit finden, Chrome. Das verspreche ich. Nun gut, Jenny. Es liegt an dir, eine Strategie zu erstellen. Bist du hierfür bereit, Jenny? Das ist eine Menge Verantwortung. Das Schicksal der Erhabenen liegt in deinen Händen und unseres gleiches mit. Eine große Verantwortung, aber ich bin ihr gewachsen. Hahaha, an Mut mangelt es dir nicht. So gefällt mir das. Sie zögert nicht. Sie wirkt ruhig und entschlossen. Ist sie genial oder verrückt? Wir werden es wohl bald herausfinden. Packt eure Wollunterwäsche ein, Elysianer. Wir haben eine Erhabene zu retten. Ob das gut geht? Ja, das ist die spannende Frage. Oh, es gibt sogar ein Nebenquest. Okay, was ist denn das? Friedliches Dorf. Ach, das ist... Ah, ich glaube, ich weiß, welches es ist. Es ist, glaube ich, gegen den anderen von diesen beiden Berserker-Brüdern. Naja, aber ich denke mal, wir haben hier viel in diesem Part erfahren. Wie es so ausgeht, ob es Emerine gut geht oder ob wir zu spät kommen, was der Plan von Jenny ist, wir werden es im nächsten Part sehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder von Fire Emblem in der Grenzwüste. Also euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss. Ciao.